Gegenwind für Matteo Salvini. Die Fraktionschefs des italienischen Senats können sich nicht auf einen Zeitplan über das weitere Vorgehen nach dem Misstrauensantrag der rechtsradikalen Lega gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte einigen. Nun soll der komplette Senat über einen Termin für ein mögliches Misstrauensvotum entscheiden. Salvinis bisheriger Koalitionspartner, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung sowie die sozialdemokratische Oppositionspartei PD, wollen Salvinis Vorhaben in der Parlamentskammer blockieren. Zusammen verfügen sie über ausreichend Stimmen, um ihre Forderung im Senat durchzubringen. Damit könnten sie Salvinis Vorhaben gefährden, die Regierung zu stürzen. Die Lega hatte den Misstrauensantrag gegen den parteilosen Conte eingebracht. Spricht der Senat Conte sein Misstrauen aus, muss der Regierungschef seinen Rücktritt einreichen. Präsident Sergio Mattarella muss dann entscheiden, ob er das Parlament auflöst oder eine Übergangsregierung benennt.